Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part der Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben im letzten Part das Fischmaul durchforstet und in diesem Part sollten wir eigentlich weiter Richtung alte Ruinen, aber wir wechseln jetzt erstmal das Item zu der Ocarina und geben den Besen ab, den wir ja von dem Bergloch bekommen haben. Ah ne, von Dr. Wright haben wir den Besen bekommen. Und jetzt geben wir den Besen an die alte Oma ab, die den braucht. Je nachdem gehen wir auch noch angeln. Und ich habe mich ein bisschen reingelesen. Man wird jetzt bis zum Ende vom Spiel Dieb genannt. Also wem es ja egal ist, der kann den Bogen klauen. Wem nicht, der sollte darauf verzichten. Ich finde, es stört ein bisschen, die ganze Zeit Dieb genannt zu werden. So, wo war die Oma jetzt? Hä, die war doch normalerweise immer hier, oder? Wurde die Oma entführt? Nein, das kann nicht sein. Naja, vielleicht gibt es auch was Neues hier. Ich weiß es nicht. Eine Muschel und ein Ball. Wow. Jo, lass mal spielen. Alter, ich krieg's Wetten nicht hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es könnte vielleicht gehen. Ja. Besser als erwartet. Das Spiel verarscht mich gerade. Alter. Aber wir haben ja noch mehr Versuche. Das war der nächste Zehner, den wir jetzt zunichte gemacht haben. Och Mann. Ich habe gerade die Tasten verwechselt. Aber für was brauchen wir jetzt die Figuren? Es wird auf jeden Fall wieder so ein Spieletag. Also wir werden heute wahrscheinlich nicht so krass mit der Story weitermachen. Ja, komm. Nerv mich jetzt nicht. Nach hinten. Vielleicht ein bisschen. Und dann hier nach rechts. So. Scheiße, ein bisschen zu weit rechts. Aber vielleicht... Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen, Spiel, oder? Vielleicht ist es sehr einfacher. Bisschen zu weit oben. Mann! Ich kann das Tempo von dem Teil irgendwie nicht einschätzen. Ach, ich hasse so Greifspiele. Ich hasse es einfach. Wir haben jetzt schon 60 Rubinen da reingesteckt. Das ist jetzt perfekt. Also wenn wir sie jetzt nicht bekommen, dann rastet hier jemand aus. Was? Ich komme nicht mal mehr in die Nähe. Bin ich ein Witz für dich? Ich krieg die Krise. Obwohl, warte mal. Das ist eine Kugel. Die ist in der Mitte. Die ist in der Mitte. Das ist gut. Die geht's nicht raus. Sollen wir nochmal probieren, die Muschel zu bekommen? Ich glaube schon. Zu weit. Aber von der Höhe her passt's. Ja. Oh mein Gott. Nein. So. Muschel ist da. Und das andere ist...
Schnüppchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Boah, ich hätte keine Ahnung. Gibt's, was gibt's da jetzt im Shop? Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Ja, jetzt warte mal. Ach, scheiße. Nein! Das ist einfach ein Steinklotz, oder was ist das? Ich bekomme die Dinger ja nicht mal, wenn sie liegen. Was soll ich denn mit denen anfangen, wenn sie irgendwie... Komm schon. Ist vom Timing her gut? Ja? Kann man sich geben? Oh mein Gott. Was ist das? Du hast einen Kammerstein erhalten. Warum fühlt er sich so komisch an? Braucht man das für die selbstgemachten Dungeons? Das könnte ich mir noch vorstellen. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Herzteil? Alles klar. Das heißt, wir müssen das Spiel so oder so nochmal spielen. Komm schon. Nein, ich war ein bisschen zu langsam. Okay, warte mal. Und jetzt bevor... Lieber ein bisschen hier vorne dran. Greif doch zu! Alter, dieses Zugreifen geht so lange! Das macht's vom Timing her so schwierig, so schwer. Komm schon! Bruder, was? Ich bin seit 8 Minuten nur an dem scheiß Greifhaken. Und dann noch die trollige Musik im Hintergrund. Leck, Nintendo. Zu weit. Oder? Oder? Ja! Jetzt geht's noch ein bisschen weiter nach rechts. Freude! Aber es scheint, dass die Dinger aus Metall sind. So wie sich die anhören. Ein Herzteil! Was für ein seltener Fund! Ah, nein, nein, nein. Das können wir jetzt immer so am Anfang vom Part machen, wenn wir eh nichts machen. Da ist schon wieder eine magische Muschel. Nein, jetzt reicht's. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es reicht. So, ich bin eh schon arm. Ich frage mich gerade, wo die Oma ist. War die eins weiter? Nein. Let's cook. Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Okay, das hatten wir schon. Ansehen. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Schnüppchen drauf. Möchtest du die Schnüppchenfigur hier platzieren? Ja.
Eine Schnäppchenfigur. Wie ihr reales Vorbild braucht sie viel Liebe und Geduld. Ach so, das sind so Podeste. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Komet drauf. Okay. So, wo ist die Oma jetzt? Also, sie, Oma Jaja hat ja immer da gekehrt. Im Laden ist sie auch nicht. Oder? Habe ich da was geklaut? Ich weiß es nicht. Oha. Das ist doch Wucher. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man hier schnell genug ist, kann man auch dran vorbei. So. Wo ist die Oma? Was willst du? Ein großes Ei auf dem Tamara Ranch Berg. Man sagt, der Windfisch schlafe darin. Warum? Frag mich was Leichteres. Okay, ich wollte keinen Stress machen. Hi, wo ist eure Oma? Hier sind doch voll viele Podeste. Buhu. Stachi. Shy Guy. Alles klar. Keine Ahnung, wie man die bekommt. Wahrscheinlich alle durch den Kran. Gibt's hier was Neues oder war das halt nur so eine einmalige Sache? Oder müssen wir da öfters rein? So viele Fragen. Ich glaube, hier müssen wir echt nur einmal rein. Ja. Die Ocarina steht auch nicht mehr da. Okay. Dann ist er halt echt nur für die Ocarina. So, aber wo ist jetzt die verdammte Oma? Wo ist die Oma? Power. Ist sie in den Brunnen geflogen? Nein, keine Ahnung. Was ist eigentlich das Recht? Haben wir in dem Buch schon? Ja, da waren wir, glaube ich, schon drin. Ich glaube, das war das Einzige, das wir gelesen haben. Die anderen haben wir gar nicht gelesen. Als ob die Oma jetzt nicht mehr da ist. Ist sie tot oder was ist? Vielleicht finden wir sie irgendwo wieder. Irgendwann. Dann können wir jetzt noch angeln. Okay, hier ist ja auch nicht drin. Ich hoffe, sie wurde nicht entführt oder so. Arme Frau. So. Man kann da drin tauchen. Warte mal. Oder warum leuchtet das so? Ich habe keine Ahnung. Okay, angeln wir. Hier gibt es jetzt auch Blooper. Alles klar. Können die auch anbeißen? Ich hoffe es mal. Oder nicht? Versuchen wir den Großen hier zu angeln. Oh, Scheiße. Komm schon. Ach, Kacke. Können wir den Blooper angeln? Oder ist es ein Gegner, der das Angeln erschwert oder so? Alles klar, wir können ihn angeln. Komm schon. Der haut ab. Der haut safe ab.
Haut er jetzt komplett ab oder beißt er nochmal an? Okay. Ja, nee, so klein möchte ich eigentlich gar nicht angeln. Och, Mann. Aber das ist ein großer Kleiner. Vielleicht gibt es ja dafür was. Ist da unten eine Flasche? Das habe ich ja erst gerade gesehen. Nein, komm noch mal zurück. Ich glaube, da unten ist eine Flasche. Jetzt einfach absinken lassen und die Flasche holen. Ja, komm. Tatsächlich. Muss man die jetzt... Als ob man jetzt jedes Mal dafür zahlen muss. Alter. Wo ist die Flasche? Hier so. Vielleicht schaffen wir es auch, den großen Fisch zu holen. Wenn nicht, dann haben wir immer noch die Flasche. Komm schon. Irgendwas mache ich falsch beim Angeln, kann es sein? Ja, der haut auch ab. Die Flasche liegt da unten in der Mitte. Vielleicht kriegen wir den Cheap Cheap. Ja, dann halt nicht. Oh, ich bin immer noch krank. Wie man wahrscheinlich gerade gehört hat. So. Hälfte haben wir. Richtig abfacken zu holen. Oh mein Gott, das könnte sich noch um Stunden handeln. Okay, wir haben sie. Eine Feenflasche. Da kannst du Feen für später aufbewahren. Natürlich möchte ich weiter angeln. Vielleicht kriegen wir den Cheap Cheap, aber ich glaube, der ist zu also der Köder ist zu uninteressant. Kann man sicher noch andere Köder freischalten. Komm schon. Nee, da habe ich keine Lust mehr. Aber gut zu wissen, dass man mehr als nur zwei Fische angeln kann. Die 10 Rubine hat er mir jetzt trotzdem abgeknöpft. So. Wo geht's weiter? Es kann sein, dass sie im Brunnen ist. Und? Ist sie im Brunnen? Nein, natürlich nicht. Ich kann mich jetzt ganz grob noch an ein paar Herzteile erinnern, die wir holen können. Eines davon befindet sich oben im Wald, wenn mich nicht alles täuscht. Hier waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Waren wir hier schon? Nein! Hier haben wir auf jeden Fall eine Muschel drin. Schön, dass wir die nicht übersehen haben.
War das hier, wo das Herzteil ist? Nein, oder? Wie alles One-Hit mittlerweile ist, ist so schön. Was war eigentlich hier? War hier irgendwas Relevantes? Ach so, die Feenquelle, oder? War hier was unter dem Stein? Was? Okay. Durch Zufall entdeckt. Oh! Das kennen wir ja noch aus dem letzten Part oder was? Vorletzte? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt kommt ein ganz fieser Loot. Wer stört mich da wieder beim Schlaf? Du? Na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja? Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö mit Ö. Alles klar. Oh mein Gott, ich wurde jetzt gerade so hart geprankt. Jetzt muss ich so viel Zeug mit mir rumtragen. Es geht doch aufs Kreuz. Das entspricht nicht meinem Motto, Safety First. Ja, genau, hier war's. Wir haben ja jetzt den Enterhaken im letzten Dungeon geholt. Und das Ding ist so praktisch. Es ist so praktisch. So. Und ich glaube, das wäre dann echt alles im Wald gewesen. Aua. Ich hab gedrückt, Alter. Vielleicht können wir uns jetzt noch ein bisschen teleportieren und gucken, wie es eigentlich aussieht, wo wir weitermachen müssen. Was wir auch machen können, wir können kurz die Muscheln abgeben. Auf dem Muschelbazar. Vielleicht bringt's ja was. Nach Zodorf können wir uns auf jeden Fall noch teleportieren. Was macht denn hier die ganze Zeit so? Wii? Seht es auf? Ist es das Portal? Ich weiß es nicht. So. Es tut sich nichts. Oh, wir haben noch zu wenig. In dem Fall. Gehen wir mal zu. Wo wollte ich jetzt hin? Was habe ich jetzt gesagt? Zodorf. Zodorf, da haben wir doch noch. Hinten ein Herzteil, wenn mich nicht alles täuscht, ja. So. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Parts. Sind wir da hinten lang gelaufen, aber konnten das Herzteil nicht holen. Oder haben wir das jetzt schon geholt? Oh, ich mag das so doch nicht. Keine Ahnung, ich finde die Tierthematik finde ich einfach nicht cool. Und die Musik ist auch nicht geil. Da ist die Oma? Was macht denn die hier? Lull. So. Für das Herzteil braucht man auf jeden Fall Bomben. Und den Enterhaken. Und die Feder auch. Also mehr braucht man für das Herz ja nicht. Eigentlich hier alles. Ist auch jetzt der. Och man. Okay, es zählt noch. Früheste Punkt, wo man das holen kann. Einfach hier rüber jumpen. Und dann sich hier rüberziehen. Schön. Das ist jetzt das dritte, genau. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein viertes.
Gott. Warum bin ich jetzt gestorben? So lächerlich. Aber da ist die Oma. Warum geht die ins Zodo? Vor allem, wie kommt die hierher? Die ist ja durch die ganzen Monster und so. Aber die Tiere gehen nicht durch. Okay. Weil die Angst vor dem Monster haben. Ich finde, es widerspricht sich ein bisschen, Nintendo. Wenn keine Tiere durch den Wald gehen können, aber Omas. Oh, ein neuer Besen für mich. Er ist doch für mich, oder? Ja, ja. Oh, wie nett, wie sie sich freut. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kern am Fluss gefunden habe. Was? Haben wir eine Person, die einen Angelhaken braucht? Mir fällt gerade spontan keine ein. Naja, vielleicht finden wir in Zukunft was. Wir können uns jetzt auf jeden Fall mal wieder teleportieren. Wir haben schon recht viel geschafft in dem Part. Halt eher den kleinen Scheiß. Der muss auch gemacht werden. Der kleine Scheiß muss auch gemacht werden. Was ist denn hier hinten? Wir gehen jetzt mal hier hinter, weil ich da noch nie war. Ja. Das können wir machen. Und meine Ish ist auch nicht mehr hier. In Zoodorf gewesen, also die hat nicht mehr gesungen. Das heißt, die ist jetzt auch irgendwo anders. So. Was gibt's denn hier? Möchtest du dich auf einem Floß in die Stromschnellwagen? Dann ab! Noch kein Rekord aufgestellt, versuch's doch mal. Alles klar, das können wir auf jeden Fall noch machen. Floßverleih! Erstmal Randale. Was geht? Möchtest du für 100 Rubine mit dem Floß fahren? Alter! Bei Schnappschnellen musst du dir so viele Items wie möglich greifen. Bei Schnellschnellen musst du so schnell wie möglich das Ziel erreichen. Was darf es denn sein? Schnellschnellen? Nimm einfach das Floß da draußen. Viel Spaß! Das hier? Ach so, alles klar. Du kannst so lenken. Also normale Steuerung eigentlich. Wahrscheinlich ist der Rekord so unter einer Minute oder so. Oder was weiß ich. Hier lang? Hallo? Okay, nicht hier lang. In der Truhe ist safe ein Herzteil. Ihr könnt mir viel erzählen, aber in der Truhe ist safe ein Herzteil. Bruder aus dem Wasser, die Zeit ist um. Sieht aus, als wäre das ein neuer persönlicher Rekord für dich. Deine Zeit war 43 Sekunden. Bist du irgendwo hängen geblieben? Du hast ein Herzteil gewonnen. Die findet man nicht einfach so. Okay. Machen wir mal das andere noch. So. Hier können wir uns Zeit lassen, aber wir müssen so viel Items wie möglich sammeln. Okay, wir können ja auch springen. Das wusste ich bis gerade eben auch noch nicht. Ich glaube, da kriegt man recht viel Zeug zurück. Wenn man es hinbekommt, Alter. Also nicht so wie ich. Ach, Mann, ich komme da nie rein. Ach, warte doch mal. Oh.
Okay, das war ja gar nichts. Da bekommen wir auch nichts Gescheites. Okay, das lohnt sich eher so weniger. Aber jetzt haben wir Floß. Alles klar. Und wir sind sogar in dem Gebiet, wo wir eigentlich sein sollten. Okay, tauchen geht hier nicht. Habe ich gerade abgecheckt. Hier ist noch ein Herzteil. Kann ich jetzt nicht mehr an das Herzteil kommen? Oh mein Gott. Da muss ich jetzt nochmal Floß fahren. Alter, was für ein Rabauke. Dieser Typ. So, fahren wir halt nochmal kurz Floß für das Herzteil. Ich muss irgendwie an die Spur kommen. Ich hab's noch nicht so ganz raus mit der Steuerung. Oder wie ich da fahren muss, dass ich zu der Ding komme. Hier, wie man in Strömung fährt, habe ich noch nicht so ganz raus. Ach, ich auch hier vorne rein. Alles klar. Hier ist auch noch ein Herz. Da weiß ich, wie man hier hinkommt. Aber nein! Was hier? Ein Zehner? Ein Zwanni. Verarsch mich nicht. Hier keine Geheimnisse. Ja. Habe ich gerade auch rausgefunden. Der Part wird jetzt halt ein bisschen länger. Ja, komm, wir gehen ans Ziel. Macht doch hier alles keinen Sinn mehr. Jetzt weiß ich immerhin, wie man fahren muss. Also ich glaube, um Rubine zu farmen, ist der Modus gar nicht schlecht. Aber man muss halt wissen, wie man fährt. So. Jetzt haben wir uns noch kurz das Herzteil und das andere zeige ich auch gerade noch. Und dann beende ich den Part. Wie kann man da fehlen, ohne Witz? Bei so einem einfachen Herzteil vor allem. Ich muss sie eigentlich nur hier so auf die Seite drehen und da ist es. Was war daran jetzt so schwer? Was? Aber dann ist der Preis angemessen von 100 Rubinen, wenn man hier drei Herzteile holen kann, weil eins kostet so circa 200. Ich finde die Stimme so lustig. So. Letzter Versuch. Ich zögere den Part jetzt ein bisschen in die Länge, es tut mir leid. Aber dann haben wir immerhin den Teil vom Spiel beendet. Komm, nach links. Hä? Absoluter Betrug. Ich weiß nicht, kann man sich irgendwie so lang ziehen? Alles klar, das wusste ich auch nicht. Dann ist es ja viel einfacher. Dann werde ich es auf jeden Fall im nächsten Part gerade am Anfang reinschreiben. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich blas mir den Schuh. Warte, wie kommt man da hin? Es hat hier doch vielleicht noch ein bisschen mehr Geheimnisse als gedacht. Stelle ich gerade fest. Keine Ahnung, wie man da dran kommt. Wir sehen es im nächsten Part. Kann man sich hier hochklitschen? Nee, doch. Tatsächlich. Da muss man sich sogar hochklitschen. LOL. Nächstes Mal geht's weiter. Tschüss und bis bald. Ich muss jetzt zu einem Punkt kommen, ohne Witz.